Kleinlich sollen die Angeklagten nicht gewesen sein. Mit einem aufgebrochenen Auto wollten sich die mutmaßlichen Diebe nicht begnügen. Ganze 22 Einbrüche sollen auf ihr Konto gehen, innerhalb nur weniger Tage. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, hier in Zwickau im Innenstadtbereich in 22 Fällen Fahrzeuge aufgebrochen, aufgeschlagen zu haben und aus den Fahrzeugen Gegenstände entwendet zu haben. Die beiden Tunesier sollen im vergangenen Oktober in Zwickau auf Beute zugegangen sein. Doch die Einbruchserie dauerte da schon einige Wochen. Viele Fälle konnten den 25 und 30 Jahre alten Männern aber nicht nachgewiesen werden, obwohl es immer ein und dieselbe Masche war. Ähnlich wie bei Dominik Würfel. Seinen VW fand der Zwickauer eines Tages im September ziemlich ramponiert vor. Das stand mitten in der Innenstadt und geklaut haben sie eine Uhr, die ich als Werbegeschenk geschenkt gekriegt habe. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt. Die beiden mutmaßlichen Diebe sollen systematisch vorgegangen sein. Scheiben einschlagen, Auto gründlich durchsuchen, vom Handschuhfach bis zum Kofferraum. Wer Brille oder Geldbörse dummerweise im Auto gelassen hatte, war die Sachen dann auch los. Mitte Oktober wurde das Duo von Passanten beobachtet. Dann wurden sie in der Nähe dieser Fahrzeuge festgestellt durch die Polizei und wurden dann durchsucht. Und dabei soll wohl Diebesgut zum Vorschein gekommen sein. Und daraufhin ist dann auch eine Wohnungsdurchsuchung im Asylantenwohnheim durchgeführt worden. Und dort wurden in dem Zimmer weitere Gegenstände gefunden. Insgesamt sollen die beiden Asylbewerber einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht haben. Sollten sie am Zwickauer Amtsgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden, droht ihnen die Abschiebung.